Natürlich stellt sich die Frage, warum sollte man ausgerechnet den Kandidaten Götz Ulrich wählen? Es gibt auch noch andere Landratskandidaten. Da kann ich zwei Dinge sagen. Erstens, ich brenne für meine Region, ich brenne für meine Heimat, für den Burgenlandkreis. Und ich bin bereit, die gesamte Wahlperiode von 7 Jahren auch für den Burgenlandkreis zu ackern und zu arbeiten. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Menschen, die in der Kreisverwaltung tätig sind, die mir begegnen werden im Amt des Landrates, aber auch die Kreisräte. Und da glaube ich, ist ein Punkt sehr wichtig und deshalb ist mein Wahlslogan auch, dass Miteinander zählt, dass wir uns über Parteigrenzen hinweg im Burgenlandkreis das Vertrauen aussprechen, dass die demokratischen Kräfte im Burgenlandkreis zusammenarbeiten, sich nicht gegenseitig belauern, keine politischen Spielchen treiben, wir nicht Bundestag oder Landtag nachspielen, sondern dass wir an der Sache orientiert über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten. Bitte bedenken Sie auch bei Ihrer Entscheidung, wer den Burgenlandkreis künftig führt, dass der Landrat ein Manager sein muss. Einer, der ein großes mittelständisches Unternehmen führt. Wenn Sie die Zahl der Beschäftigten für die Bereiche, für die ein Landrat zuständig ist, zusammenfassen, werden Sie feststellen, dass das fast 3000 Menschen sind, die in der Kreisverwaltung, die im Jobcenter, die in den Krankenhäusern in Zeitz und in Naumburg, die bei der Personenverkehrsgesellschaft und die in der Abfallwirtschaft für Sie tätig sind. Dort brauchen wir jemanden an der Spitze, der sich auskennt. Und im Unterschied zu allen anderen Kandidaten darf ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich seit 15 Jahren, genauso lange wie der jetzige Landrat Harry Reiche, für den Burgenlandkreis im Kreistag sitze und in dieser Zeit in alle Bereiche der Kreispolitik Einblick nehmen konnte. Mit mir bekommen Sie also einen Landrat, der in alle Bereiche eingearbeitet ist, für den das nicht neu ist und der relativ schnell seine Vorstellungen umsetzen kann. Liebe Bürgerinnen und Bürger, am 15. Juni findet nun die entscheidende Stichwahl für das Amt des Landrates im Burgenlandkreis statt. Sie haben mich am 25. Mai mit einem großen Stimmenvorsprung bei der Landratswahl im Vergleich zu meinen Mitbewerbern ausgestattet. Aber gleichwohl ist es so, dass nun am 15. Juni endgültig entschieden wird, wer als Landrat diesen Burgenlandkreis führt. Und deshalb bitte ich Sie sehr herzlich, noch einmal an die Wahlurne zu treten und mir am 15. Juni Ihr Vertrauen erneut auszusprechen. Vielen Dank.